Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Heute wieder mit den Tech News, die Top 5 Meldungen der letzten Woche, was im Technikbereich so alles passiert ist. Los geht's! Los geht's mit Windows 10. Microsoft hat ja schon angekündigt, dass das Update in der ersten Zeit kostenlos sein wird für alle User von Windows 7 oder Windows 8.1 oder 8.0, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie jetzt noch zusätzlich angekündigt, dass alle, ich sag mal, illegalen Kopien auch diese Update-Möglichkeit haben werden. Bedeutet, ihr habt ein gecracktes Windows 7 oder Windows 8, ihr könnt trotzdem auf Windows 10 updaten und zwar von Microsoft mehr oder weniger gewilligt. Der Haken an der Sache, ihr habt dadurch nicht ein legales Windows 10, es bleibt weiterhin illegal und man muss mit Einschränkungen rechnen, aber wenigstens ist es machbar. Hey, ich finde das von Microsoft auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wie man mit Raubkopierer umzugehen hat. Denn Raubkopierer sind ja mehr oder weniger, sie wollen unbedingt Windows haben, wollen aber nicht dafür zahlen. Wenn man jetzt die Umstiegshürde so gering wie möglich macht, kann es sein, dass aus Raubkopierern dann doch zahlende Kundschaft wird. Und als Raubkopierer sollte man sich natürlich die Frage stellen, ist das überhaupt sozial, was ich hier mache? Oder ist das vertretbar mit meiner Ethik, was ich hier gerade mache? Die News Nummer 2 handelt mal wieder ums Galaxy S6. Ich weiß, da habe ich mich vor 2 Wochen schon mal ordentlich drüber ausgelassen, dass ich TouchWiz nicht so unglaublich geil finde. Das hat auch damit zu tun, dass einfach unglaublich viele Apps vorinstalliert sind, die man nicht wieder runterbekommt und die einfach nur stören. Beim Galaxy S6 will Samsung scheinbar wirklich eine echt schmale Schiene in Anführungszeichen fahren, extrem wenig Apps da drauf packen, die nicht gewünscht sind. Und das ist geil. So sind neben den Google und Samsung Apps nur noch 5 Apps von Drittanbietern zu finden, die sich alle auch deinstallieren lassen. Und ein paar der Samsung Apps lassen sich auch deaktivieren. Leider nicht alle. Trotzdem auch ein Schritt in die richtige Richtung von Samsung. Jetzt müssen sie den Weg nur noch zu Ende gehen und den Rest auch machen. Dann bin ich auch wieder dabei. News Nummer 3, ja, heute geht es richtig schnell, geht um Steam. Valve hat nämlich den Steam-Nutzungsvertrag verändert. Für Personen, die innerhalb der EU leben, gilt jetzt ein 14-tägiges Rückgaberecht. Und wer jetzt denkt, was, Steam hatte doch noch nie was mit Rückgaberecht und haben sich auch ultra immer dagegen gesträubt, der hat recht. Valve hat das Ganze nämlich nur gemacht, um den EU-Verordnungen zu entsprechen und um kein Bußgeld zahlen zu müssen. Sie haben das nämlich ziemlich intelligent wieder ausgetrickst, indem sie einfach sagen, Rückgaberecht schön und gut, habt ihr auch, solange ihr das Spiel nicht installiert. Wenn ihr das Spiel dann runterladen wollt, dann stimmt ihr automatisch einer Vereinbarung zu, die es euch untersagt, dieses Spiel wieder zurückzugeben, weil ihr habt es ja schon benutzt. Also komplett sinnlos, dieses Rückgaberecht. Was haltet ihr eigentlich von der Politik von Steam bzw. Valve bezüglich Steam? Ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits finde ich es natürlich doof, was alles eingeschränkt ist durch den reinen digitalen Vertrieb der Spiele. Andererseits kann man bei den Steam Sales und bei Keyshops unglaublich gute Angebote machen, die nicht wirklich mit dem Einzelhandel konkurrieren können. Was ist so eure Meinung dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. News Nummer 4 handelt mal wieder um Smartwatches, diesmal aber nicht um die Apple Watch, sondern wieder um Android Wear. Tag Heuer, falls euch die Firma nicht sagt, ist eine Edeluhrenfabrik bzw. ein Edeluhrenhersteller aus der Schweiz, der unglaublich teure Uhren herstellt. Ja, da ist die Apple Watch noch sehr günstig dagegen. Auf jeden Fall hat diese Firma zusammen mit Intel und Google eine Kooperation angekündigt, um eine Smartwatch auf den Markt zu bringen. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn sich konventionelle Uhrenhersteller auf das Thema Smartwatch einlassen und bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Swatch hat es nämlich ja auch schon angekündigt, eine Smartwatch rauszubringen und Fossil auch. Und ich finde, Fossil macht richtig schöne Uhren. Da könnte was richtig Cooles bei rauskommen, wenn konventionelle, stylische Uhrenhersteller zusammen mit Google oder ähnlichen Firmen arbeiten, um eine coole Smartwatch rauszubringen. Sehr gespannt bin ich da drauf. Und die News Nummer 5 und somit die letzte News für heute geht um Amazon. Es ist ja schon länger bekannt, dass Amazon plant, Drohnen zur Auslieferung einsetzen zu wollen. Das Problem ist, dass bisher auf so gut wie keinem Land der Erde es erlaubt ist, Drohnen kommerziell einzusetzen. Und weil das in Amerika bisher auch verboten war, hat Amazon einfach gesagt, okay, wir gehen in ein anderes Land und testen das da aus. Jetzt hat sich die USA mal so zusammengerissen und gesagt, hey, wir arbeiten mit euch was Neues. Jetzt dürfen sie es testen, aber die Auflagebedingungen sind halt einfach
sinnlos. Die erste Auflage ist ja noch ganz okay. Es ist einfach da festgelegt, dass nur im Bundesstaat Washington das Ganze getestet werden darf. Die zweite Auflage hingegen ist schon ein bisschen krasser. Und zwar geht es darum, die Personen, die die Drohne steuern, müssen einen kompletten Pilotenschein inklusive Arztzeugnis und überhaupt haben. Und die Auflage 3 geht noch einen Schritt weiter. Der Drohnenpilot muss zu jeder Zeit die Drohne im Augenkontakt haben, also quasi sehen. Und wer jetzt 1 und 1 zusammenzählen kann, der wird natürlich feststellen, das ist überhaupt nicht das, was Amazon im Blick hat. Die wollen ja nicht, dass immer so ein Pilot da sitzen muss und die Drohne steuert. Das soll ja alles automatisch ablaufen und mit Sichtkontakt natürlich auch. Das soll ja etwas weitere Strecken passieren. Und das bedeutet wieder mal einen Schritt in die richtige Richtung, aber dieser Schritt geht nicht weit genug. Zumindest nicht weit genug, um das zu ermöglichen. Die Frage ist überhaupt, wollen die Menschen sowas? Wie ist es mit euch? Steht ihr auf Drohnenlieferungen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich finde es ein sehr interessantes Thema, aber es gibt einfach viele Probleme, die bedacht werden müssen. Zum Beispiel, gerade in Amerika, kann jeder mit einem Luftgewehr so eine Drohne runterholen oder was weiß ich. Sie verhängt sich im Baum, Windstoß kommt, ich weiß nicht, was alles passieren kann. Und da das Ganze ja mehr oder weniger autonom passiert, muss natürlich exzessiv getestet werden, ob das überhaupt alles so funktioniert, wie es geplant ist. Wenn das funktioniert, bin ich auf jeden Fall der Erste, der über eine Drohne bestellt. Aber sowas von. Das war's auch schon wieder mit den Tech News für diese Woche. Habt ihr es gemerkt, ja? Schon die dritte Woche in Folge, wo ein neues Video kommt, ja? Nächste Woche kann ich leider nicht ganz garantieren, ob ich schaffe, weil ich einiges zu tun habe an diesem Wochenende. Und wie auch immer, ihr wisst Bescheid, kommentieren, abonnieren, Däumchen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich bin's, Colin, euer Tech News. Ciao!